Moin Moin, mein Name ist Gesundheit, Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde, die gerade genießt hat. Und genau. Ja, ich komme jetzt hier nicht runter. Die Mathilde kommt jetzt hier mit den Leitern. Ja, und es gibt heute leider tatsächlich noch kein Auto zu sehen. Ich habe zwar sämtliche Bestandteile fürs Auto. Das Problem ist nur, dass die Karosserie des Autos eine halbe Stunde braucht, bis sie fertig ist. Und da ich sie gerade erst begonnen habe, ja, wird das nichts. Ey! Ups, ich habe getroffen? Ja, du hast mein Motorrad getroffen. Scheiße! Ja, scheiße! Ich habe da einfach nur auf blauen Dunst geschossen. Ja, blauer Dunst war mein Auto. Jetzt verstehe ich, glaube ich, was du meintest mit der Seite. Oh, jetzt komme ich runter. Woo, danke dir. Hier, die Seite meinst du hier, ne? Mhm. Ja, da würde ich dir recht geben, dass wir die auch nochmal verbessern sollten. Aber warte, die haue ich dir nochmal schnell weg. Die stören mich nämlich, dass die noch nicht fertig sind. So. Hast du noch vier Betonklötze? Ja. Könnt mich da einmauern, jetzt nicht mehr. Fantastisch. So. Ah, ich komme sogar hin. Weil, oh. Da fehlen ja zwei, ne? Ja. Aber ich komme da dran irgendwie. Cool. Okay. Ah, da fehlen auch noch ein paar Klötze. Da. Ja, sieht doch gut aus. Sieht aus wie so ein Kunstwerk. Na, gucken wir mal. Ah ja, ich müsste zwischendurch wahrscheinlich nochmal das ein oder andere Auto auseinandernehmen. Ist ja kein Problem, Sprit brauchen wir eh. Genau. Was ist das überhaupt entfernt? Oh, ist schon ein Stückchen. Müssen wir buddeln, töten, säubern? Clear Area. Also töten. Töten. Das letzte Mal, als ich das ja machen wollte, bin ich ja gestorben. Aua, jetzt habe ich mich gestoßen. Ja, Vorsicht beim Motorradfahren. Nee, ich habe mein Knie am Schreibtisch gestoßen. Oh. Was? Nichts, ich habe mich gerade über was geärgert. Über was hast du dich denn geärgert? Ah, dass ich wieder nicht vernünftig gegessen habe, bevor ich losgezogen bin. Ja, das sollte man sich mal angewöhnen. Aber vielleicht findet man ja unterwegs was. Ja. Ansonsten ist es nicht so dramatisch. Ich bin bei 120. Also ja, der meckert jetzt auch früher, ne? Wenn du jetzt, sag ich mal, 150 hast, meckert er ja schon bei 100. Oh, Wölfchen. Überfahren. Er lebt aber noch. Er lebt immer noch. Alter, was ist das für ein Wolf? Großer Wolf. Scheiß vorbeigefahren. Ich glaube, jetzt ist er tot. Ja, ich habe keine Punkte gekriegt. Ich auch nicht. Aber er läuft nicht mehr weiter. Echt ein Riesenteil. Der hat auf jeden Fall rote Augen, so glühende Augen. Der wäre bestimmt schneller gewesen. Hatte. Biker Gang hat ihn einfach überfahren. Ja. So sparen wir Munition, aber mein Moped ist um 1% schlechter geworden. Mhm. Hui! Kann doch an dieser scheiß Straße liegen hier. Ja. Ich hoffe, dass wir mal an einem Ottochen vorbeikommen. Naja, wir haben ja auch schon ein paar kaputt gemacht immer. Juhu!
Ja, so langsam hätte ich halt gerne ein bisschen Sprit. Ist da eine Stadt oder was kommt da? Nee, eine Brücke. Doch, doch. Ja, da müssten wir in Seitenstraßen. Die Hauptstraßen hatten wir, glaube ich, auch viel gelootet. Ja. Dann die Seitenstraßen. Ich fahr mal links in die Seitengasse. Behaupte mal, eines hier ist. Ja, hier ist auch eine. Ah! Pack denn hier Eisen? Ah, da war mein Auto. Hier bin ich mal gestorben wegen der Autosuche, das weiß ich noch. Oh, das ist geil. Hier ist eine Baustelle. Und hier ist eine destroyed Workbench. Oh, mit 4 Minen. Mit 3 Minen waren da drin. Cool. Aber die kannst du ja kaputt machen, dann kriegst du ja wieder was Tolles. Schön geschmiedetes Eisen. Fällt scheinbar automäßig echt schon. Ah, hier sind noch welche. Ja, auf den Hauptstraßen hatten wir schon mal, weil durchgefahren sind und so. Da haben wir das immer gelootet, aber. Naja. Und wenn noch der ein oder andere Motorball rausspringt, ist ja auch nicht das Schlechteste, ne? Ja. Und da haben wir schon einen. Ich weiß nicht, ob wir hier mal waren. Auf der Baustelle. Doch, da war, glaube ich, auch ein Dingsbums. Mission damals, ne? Alles kann sein. Na hallo, wenn ihr beide schon euch auf den Weg gemacht habt, dann helfe ich euch mal. Ich will was leuchten sehen. Nee. Ach, das bist du. Ich dachte, wollte schon sagen, hinten ist ein Zombie und kloppt gegen ein Auto. Das warst ja du. Ja, man muss mal gucken. Es gibt ja Garagen, da stehen ja zum Teil auch welche drin. Sollte reichen. Jo, ich bin wieder auf 100%. Juhu. Mit Sprit? Ja. Achso, dein Moped war leer. Ja, ja. So, ich dachte jetzt allgemein, wolltest du jetzt Sprit suchen? Nee, mein Moped war langsam leer. Wo willst du jetzt hin? Zu Mann, zu der Mission, warte. Ja, ich komme gleich nach. Ich war gerade so im Auto kaputt machen Modus. Noch so ein cooles Haus irgendwie auf dem Berg. Ups. Ich stehe auch irgendwie dabei. So, 58 geschmiedetes Eisen. Wow. Das lohnt. Wo ist denn mein Moped? Ach da. Das ist getarnt. Im Gestrüpp. Dann warte ich hier auf dich. Ne? Jo, ich bin unterwegs.
Nehmen jetzt die Ausfahrt aus der Stadt. Ist auch nicht so wahnsinnig weit. Ist aber kalt. Ach, links ist das Gebäude, was du gesehen hast, auf dem Berg da, ne? Mhm. Sieht aus wie so ein... Ah! Bergschlösschen. Gruselhaus. Ja, ja. Na, da habe ich mir schon gedacht, links abbiegen. Warte mal, ich will kurz tanken und meinen Müll wegpacken. Oh, Storage. Kann aber. Auch wenn ich alles mitnehme. Warte, warte, warte. So, jetzt bin ich bereit. Bist du bereit? Jo. Okay, clear area. Stay within. Na gut. Oh, na toll, da sehe ich schon ein Leuchten. Ein Leuchten? Warte mal. Frame, Frame, Frame. Gehen wir aufs Dach. Du meinst, wir kloppen uns einfach durchs Dach durch, oder wie? Ah, nee, ich will erstmal aufs Dach hoch. Pff, dann können wir ja von oben dann den töten. Ups. Oder ich lock den erstmal an und dann. Kann ich? Bist du oben? Nee, noch nicht. Ich komm dann gleich. Scheiße, geht's noch höher. Weil die hören mich hier oben schon. Komme ich hier nicht hoch? Ah, das geht's hier ab. So, ich bin ganz oben. Ja, ich auch. Jetzt kloppen wir uns hier durch und ballern alles weg. Machen wir es doch einfach mal andersrum. Ah, da ist wer. Oh, der kommt aufs Dach. Oh. Oh! Ah! Aua, kann ich wechseln. Alter! Oh oh, oh da kommt oh. Die Leuchttussi. Sehr gut. Rutscht runter da. Kommen die da hoch? Aua! Oh! Mein Bein ist verstaucht! Ja, das war so ein Kriecher da. Das ist nur einer. Scheiße. Nein, 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 nein. Ah! Ah, Hilfe. Was bin ich? Wo bin ich? Wer bin ich? Komm ich hier raus? Ah! Achtung, Zombie. Der lebt noch. Ja, die Idee war ja nicht schlecht, aber ich wusste nicht, dass die hier so schnell wieder hochkommen. Aha. Da ist noch was Leuchtendes. Kriegst du es tot? Wenn ich es treffen würde. Ist es?
Ah, da war es ganz kurz. Müsstest du sehen, ne? Wechselschießen. Du bist dran? Ah, nicht getroffen. Ja, legt sich erstmal einmal schlafen. Und ist wieder aufgestanden. Ja, legt sich wieder hin, steht aber wieder auf. Sehr schön. Ah, jetzt ist auch fertig. Aber da ist noch was drin, was ich durchaus mir gerne anschauen würde. Ja, ja, aber irgendwo... Irgendwo klingt es doch fies. Ich weiß bloß nicht, innen oder außen. Ah. Ah, da klopft sich ja gleich bei dir durch. Ja, so ein einzelner Schneezombie ist nicht so dramatisch. So, da mal rein. Durchsuche Bottle auf Wasser, okay. Aber Pfeile haben wir nicht viele gekriegt. Du hast du viele aufgenommen? Nee, ne? Warte. Also bisher hat sich das Haus nicht so gelohnt, oder? Ich habe zumindest eine Schiene gefunden, um mein kaputtes Bein zu schienen. Bist du schon? Kein Keller? Ein Scheißhaus. Aber wir können ja noch da zu dem Geisterhaus fahren. Einmal zum Geisterhaus, so, wenn du weißt, ja, wo das ist. Ich weiß nicht, ich würde so ein bisschen versuchen, nach Sicht zu fahren. Oh, Vorsicht, da ist ein See. Also, dass man es wenigstens auf der Karte hat und einmal markieren kann. Oh. Da müsste ja auch theoretisch eine Straße hinführen. Theoretisch schon. Ah, hier ist eine Straße. Ah. Dann nehme ich doch besser die Straße. Jo, ich auch. Fahren wir mal ein bisschen zickzack, aber kommen wir ein bisschen hoch. Ein bisschen Serpentinen fahren. Richtige Motorradstrecke hier. Oh, hast du was von so einem Horrorhaus? Amityville oder so. Nee, Amityville sieht anders aus. Oh, man kann hier mal echt rüber gucken. Guck mal. Sieht ja schick aus. Warte, ich speichere das einmal hier kurz. Als Gruselhaus. Weil ich glaube, jetzt werden wir es eh nicht mehr schaffen. Wir mal anklopfen. Willst du einmal anklopfen? Garage ist gesperrt. Mal kurz Hallo sagen. Tür ist offen.
Hallo, ich bin's, der Heinrich, da hustet was. Hier ist ein Pavillon. Ah, da oben ist schon mal ein Sack. Waffensack. Hier ist eine Bar, hier ist eine Tür. Oh, ich muss was trinken. Tür ist offen. Entschuldigung. Trockener Hals. Hey! Da kommen sie von hinten angeschlichen, diese Wichser. So, machen wir die Tür zu. Ich würde sagen, dieses Haus ist seine eigene Folge und nicht nur so eine halbe Folge. Ja, ich gehe raus. Ja, komm. Her. Das waren gerade zwei Leuchte, glaube ich. Die habe ich aber im Nahkampf platt gemacht. So, welcher Trader ist denn das? Ach, das ist wie praktisch, dass der Trader bei unserer Stallwand. Ah, okay. Aber das Haus können wir uns auf jeden Fall nochmal anschauen. Das Horrorhaus. Mhm. Horrorwildschwein. Woo! Oh. Geht ein bisschen bergab. Wenn dann... Ich auch! Wuhu! Hast du das Wildschwein zerlegt? Nee. Aha. Egal. Jetzt fahre ich da nicht mehr hin. Los, Motorrad, zerleg den Schnee! Yeah! Ach da, genau. Nö, ich fahr's. Ups. Ich fahr's. Grüne Gebiet, das ist mir nicht zu kalt. Aber vielleicht werde ich erst morgen den... Ja, doch, morgen baue ich den Truck erst zusammen. Ich sehe gerade, morgen ist Tag 63. Ja. Blutrote Nacht mal wieder. Dann können wir da pünktlich cruisen. Ja. Auf jeden Fall gucken, dass genügend Benzin da ist morgen. Aber du cruist mit Auto, ich dann mit Moped. Jo. Vor allem, das könnte... Was ist das denn? Was denn? Ich habe ja noch einen Garten gefunden, aber brauchen wir eigentlich nicht. Da müssen wir nur vor allem echt dolle aufpassen, dass wir genügend Benzin haben, weil in einer blutroten Nacht liegen bleiben, ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute... Ja, du musst ja nicht die ganze Zeit auf Vollgas fahren. Vollgas kannst du ja dann fahren, wenn sie hinter dir sind. Trotzdem, das wäre echt gruselig. Vielleicht machen wir dann auch morgen die Rote Nacht-Folge nicht so wie sonst immer. Dass halt du großer Bildschirm, nicht kleiner Bildschirm, sondern dass das wirklich zweigeteilt ist. Also so in etwa gleich groß. Ja, kannst du ja machen. Warte mal ganz kurz, fahr mal langsamer. Hör mal auf zu fahren. Mein Bolzen steckt, glaube ich, noch drin bei dir. Kann das sein? Das weiß ich nicht. Warte mal ganz kurz.
Jawohl! Der steckt da noch drinne. Ich sehe ihn voll. Über der Lampe wäre er bei dir. Ich sehe ihn nicht. Cool. Ne, wollte ich nicht sehen. Entschuldigung. Du bist ein Idiot. Ja, ich wusste nicht. Ich gucke mein Motorrad an und dann sehe ich deins und dann sehe ich so einen Strich. Der wird so lang gezogen bei der Fahrt bei dir. Wieso, was ist denn das? Kann doch nur ein Pfeil sein. Ach, so? Halt die Fresse. Ach, Wölfchen. Jedenfalls morgens im Bluthut nach der 4x4 Truck. Aber morgen wirklich? Wir haben es eigentlich auch schon heute versprochen. Ja, ich wusste ja nicht, dass das eine halbe Stunde dauert, bis das Dings fertig ist. Ja, ich glaube, eine Stunde ist ja quasi ein Tag, ne? Ja, ja. Nur mal so als Info für die tollen Zuschauer. Boah, was denn? Der Beton ist immer noch nicht fertig getrocknet. Ja, braucht ja einen Tag, ne? Ey. Oh, ich fahr schon mal nach Hause. Du fahr schon mal nach Hause. Oh, da ist ein Drop im Wasser gelandet. Talk to Trader, mal gucken, was hat der Trader für mich? Eine Armbrust Level 1 oder 3 natürliche Antibiotika. Ich glaube, da nehme ich die natürlichen Antibiotika. Ja, das ist, glaube ich, auch besser. Ach, ich versuche nur mal einen Drop zu kriegen. Mach das. Nicht. Ah, geht schon. Ein, zwei Sachen haben wir dabei. So, dann ein bisschen schwimmi-schwimmi machen. Ein bisschen schwimmi-schwimmi machen? Ja, nur ein bisschen. Ah, ich sehe noch schon die Kiste. Ernten. Ich hoffe, diesmal ist mal was Geiles in der Kiste, wie eine Kettensäge oder ein Erdbohrer. Oh, nee. Das wäre ja mal der Hammer. Das wäre ein richtiger. Aber nein, es kommt immer nur Essen, 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 Essen. Ich werde hier fett in dem Spiel. Ja, das war, was man am Anfang so super dringend braucht. Später total essen. Ja, wir haben ja immer noch schon ewig nicht mehr gejagt, aber trotzdem. Wir haben noch über 750 Fleisch. Ja. Also wir stecken total voll mit Fleisch. Ich glaube, diesmal war mit Munition dabei. Die Luft geht aus. Ja, dann hopp hoch da. So, ich check hier gerade mal. Yo. Yo. Die 4x4 Truck. Die Truck-Dinger sind fertig. Yo. Magnum. Das kann ich gleich zerlegen. Ja, Essen habe ich auch gefunden. Und ein paar Schuss Munition. Aber war jetzt nicht so die Rede wert. Mal, ob ich auch wirklich jetzt alles habe, was ich für diesen Scheiß-Truck brauche. Moped? Moped?
So, noch Batterie und Motor. So, ich möchte bitte eine 6er Batterie. Wenn schon, wenn schon. So, ich gebe jetzt den Truck, den 4x4 Allrad-Geländewagen, gebe ich jetzt in Auftrag. Und wie lange braucht er? 1 Minute und 10 Sekunden noch. Gut. Also morgen wird auf jeden Fall mit dem Auto gecruised. Das ist doch mal was. Ja. Boah, wir haben 459 Fleisch. Möchte ich mal an der Stelle ganz nebenbei erwähnt haben. Ja, also verhungern tun wir nicht. 9, muss ich jetzt erstmal gucken, wo ich wie was entladen kann. Siehst du, ich wollte ja auch nach Glaskrug aufhören gehen. Das mal gleich, bevor der Tag zu Ende ist. Mach das. Tja, liebe Basis, diese Nacht... also, morgen Nacht werden wir nicht bei dir verbringen. Nee. Oh! Oh, du doofe Fotze. Oh, hast du gut gekillt. Danke, da ist ein leuchtender Biker. Ja, ins Haus? Oder wir lenken einfach ab. Liegt hier das erste Mal schlafen. Solange wir noch schräg bleiben, ist gut. Dann muss er durch den Stacheldraht. Oh, langsam könnte der aber mal sterben hier. Da im Hintergrund sehe ich einen Hund. Ja. Die ist gestorben, wir haben keine Punkte gekriegt? Nee, ich dachte schon. Und langsam könnte der mal sterben. Ja, er frisst natürlich viel Munition. Tourist rechts von dir. Ja, ich sehe ihn. Na, endlich. Ach du Scheiße. Was ist? Vom Hügel. 10, 15? Ui. Oh, der hilft nichts. Ja klar, erwischst du mich, du kleine Drecksratte. Oh, habe ich gerade 2 auf einmal erwischt? Nee, ich habe von der anderen Seite gehauen. Hund, Hund, Hund!
glaube, der steht gut. Okay, lass mal schnell ins Haus. Ja, ich wollte ja eigentlich noch ernten, aber... nö. Ah, diesmal kamen ja echt einige. Oh, Tourist bei uns in der Falle. Auf unserer Seite. Ja, aber wir... Er wäre zu uns, das heißt, er springt ja erstmal in die Falle rein. Und wir... Ups, hoch. Und hoch und hoch und hoch und ich bin drauf. Aha! Nicht mit uns, ihr kleinen Säcke. Du lebst noch. Auch das ändern wir noch. Jo. Okay. Das war ja nochmal Action am Abend. Ich wollte noch hier die letzten drei Gläser, die ich habe, nochmal auffüllen, aber... Naja. Ja, ich wollte eigentlich auch noch hier 55 Gläser auffüllen. Ich wollte noch, danke, das Auto ist fertig. Entschuldigung, ich habe das letzte nicht verstanden. Ich sagte, das Auto ist fertig. Okay. Entschuldigt mein Quietschen. Ich habe mich nur drüber gefreut, dass das Auto fertig ist. Alles gut, darüber kann man sich echt freuen. Das Aber das Gequietsche habe ich echt nicht verstanden. Ja. Okay, gut, ihr Lieben. Ja, wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch mal gerne ein Like, einen Kommentar. Oder wenn ihr das Auto unbedingt so sehen wollt, dann auch mal ein Abo. Abo wäre echt toll, oder? Oh ja, ein Abo wäre ganz... Wir haben extra so weit gespielt für euch, damit wir mal ein Abo kriegen. Wäre echt toll. Gut, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.